Okay, nur noch mal als Frage, ob ich das richtig mitgeschnitten habe. Wer von euch studiert denn Sozialpädagogik oder hat Sozialpädagogik schon studiert? Also wer ist Sozialpädagoge? Einmal bitte die Hand ganz kurz heben. Okay, das spiegelt ziemlich genau das Interesse von Sozialpädagogen an Digitalthemen wieder aktuell. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird. Und ich möchte jetzt kurz einmal einen Überblick geben, warum ich glaube, dass das so ist, dass das Thema Digitalisierung auch im sozialen Bereich halt irgendwie von größerem Interesse werden wird. Also da hier jetzt keine Sozialpädagogen drin sind, habe ich hier einmal aufgeführt, was Sozialpädagogen eigentlich so machen, beziehungsweise wo die arbeiten. Und ihr seht, das sind unglaublich viele verschiedene Bereiche. Ihr kennt es vielleicht als, was weiß ich, die Supernanny oder das Jugendamt, Familienhilfe. Sozialpädagogen arbeiten mit Menschen mit Behinderungen. Es sind halt unglaublich vielfältige Arbeitsbereiche, sehr unterschiedliche Arbeitsbereiche auch. Und ich habe das jetzt mal ganz unwissenschaftlich und einfach formuliert, halt gesagt, was eigentlich Sozialpädagogen so machen. Also die haben ja so eine bestimmte Blickrichtung. Also das eine könnte man ganz platt mal sagen, das sind halt Leute, die wollen helfen. Also helfen für Leute, die in irgendeiner Form individuelle Problemlagen haben oder gesellschaftlich definierte Problemlagen. Es geht immer sozusagen darum zu helfen. Dann ist es so, es geht um das Thema Teilhabe. Also Menschen befähigen halt am öffentlichen Leben teilzunehmen. Zum Beispiel bei Menschen mit Behinderungen ist das der Fall. Gesellschaftliche Benachteiligungen abbauen. Das ist auch immer häufig ein Thema, wo Sozialpädagogen in verschiedenen Kontexten dran arbeiten. Und so ein Grundprinzip ist auch Eigenverantwortung von Menschen stärken. Genau, und genau der Grund, weshalb ich selber dachte, Digitalisierung wird in Zukunft immer noch ein größeres Thema darstellen, ist ein Sonntagsfrühstück, das ich hier hatte, im Dezember war das. Da habe ich die Kieler Nachrichten aufgeschlagen und da war eine Zeitungsbeilage mit dabei. Das kann man hinten jetzt vielleicht nicht sehen, deswegen habe ich sie jetzt einmal an die Wand mitgebracht. Oder einmal ein Foto von gemacht. Das war eine Beilage, da steht drauf Aufbruch Ehrenamt und man sieht so einen Motorradfahrer, der einen Menschen mit Behinderung in einem Beiwagen fährt. Das ist so ein Projekt, Zündkerze nennt sich das, wo die das halt so durchführen, Motorradfahrten für Menschen mit Behinderung. Und ich dachte nur so, das ist ja spannend, wieso ist denn da halt eben diese Zeitschrift drin? Wer hat diese Zeitschrift da reingelegt? Ist das eine Aktion der Kieler Nachrichten oder ist es irgendwie ein Wohlfahrtsverband, paritätischer irgendwie oder DRK, keine Ahnung. Und beim zweiten Blick habe ich gesehen, nee, der ist es gar nicht. Kein Wohlfahrtsverband, sondern es ist tatsächlich Google, die diese Zeitungsbeilage in Print halt in den Kieler Nachrichten auf meinen Frühstückstisch am Sonntag gezaubert hat. Und das fand ich natürlich unglaublich spannend. Also warum macht ein amerikanisches Digitalunternehmen halt so eine Zeitungsbeilage? In diesem Fall ist es eine Werbung für ein Förderprogramm sozusagen, wo man sich bewerben kann, Google Impact Challenge. Da können Non-Profit-Organisationen sich bewerben. Man sieht es hier, 4 Millionen Euro Fördersumme. Und da kann man sich drauf bewerben und dann verteilen die halt das Geld an diese Projekte und fördern die. Nun kann man sagen, natürlich sofort, hey, das ist ja was total Geiles, 4 Millionen für soziale Projekte, Non-Profit, total klasse. Aber man kann das natürlich auch nochmal weiterdenken. Ne? Diese 4 Millionen Euro werden von einem Unternehmen da ja bereitgestellt. Das ist natürlich die Stiftung von Google, aber letztendlich, das Geld wurde erwirtschaftet ja von einem Unternehmen, das datengetrieben und sehr steuervermeidend, ich weiß nicht, wer das mal so gelesen hat, in Europa halt eben Geschäfte macht. Und diese 4 Millionen Euro, könnte man auch so denken, müssten eigentlich ja dem Staat gehören vielleicht halt irgendwie, wenn die vernünftig Steuern zahlen würden. Man kann das auch nochmal weiterdenken und überlegen, wer wird in Zukunft in den nächsten Jahren am meisten Ahnung haben, was ehrenamtliches Engagement in Deutschland bedeutet, was wirksame Projekte sind. Das sind möglicherweise nicht mehr die klassischen sozialen Organisationen, sondern vielleicht das Digitalunternehmen. Also die sind sehr gut darüber informiert, durch solche Projekte und durch ihr Geschäftsmodell halt eben, was in Deutschland an sozialen Projekten im Bereich Ehrenamt läuft und auch in allen anderen Projekten. Und das ist einfach ein spannender Aspekt. Also ein Digitalunternehmen aus dem Silicon Valley schwappt jetzt hier quasi in unsere Lebenswirklichkeit in das Thema gesellschaftliches Engagement und Ehrenamt. Das ist erstmal, finde ich, interessant. Bei uns im sozialen Bereich, also wenn man sich soziale Organisationen anguckt oder Wohlfahrtsverbände, die sind gerade erst seit einiger Zeit dabei, sich Gedanken zu machen, irgendwie, was die Digitalisierung eigentlich bedeutet für die Organisationen.
Und ein Beispiel habe ich hier einmal an die Wand gebracht, was im Internet auch nachlesbar ist, sind Debatten, die stattfinden. Es gab jetzt im letzten Jahr vom Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit ein Positionspapier, das, so wie ich das jetzt gerade bei Google gemacht habe, sehr kritisch auf die Entwicklung schaut und in dem Fall halt hauptsächlich die Gefährdung von Arbeitsplätzen, die Gewinnmaximierung, die ethischen Aspekten vorgezogen wird und so weiter thematisiert. Und das Interessante daran war aber, dass dieser eher pessimistische Blick in diesem Fall aufgegriffen wurde von einem Sozialarbeiter, der sich noch mit einem anderen zusammengetan hat, Benedikt Geiert. Und der hat quasi ein Antipapier geschrieben und hat gesagt, ja, ja, schön und gut, aber wir sollten uns nicht zu lange damit beschäftigen, was eigentlich die Risiken sind und was für Probleme entstehen, sondern wir sollten vor allem mal schauen, dass wir selber halt auch mit in die Gestaltung kommen und schauen, was uns die Digitalisierung überhaupt auch bringt. Jetzt einmal ganz kurz zu diesen vier Bereichen, die ich am Anfang genannt hatte, mal kurz mal geschaut, was sind eigentlich Projekte, die so in diesem Bereich eigentlich entstehen. Also wenn man sich den Bereich Helfen anguckt, dann muss man sehr weit suchen, wenn man jetzt sozusagen was Sozialpädagogisches finden will. Ein Projekt, das ich jetzt vor kurzem erst gesehen habe und was ich sehr faszinierend finde, ist ein Startnext-Projekt, das noch nicht gestartet ist, sondern wo noch gesammelt wird. Da soll es darum gehen, dass bei Kindern und Jugendlichen, die schon mal mit einer Depression und suizidalem Verhalten aufgefallen sind, halt über eine App, die installiert wird, sozusagen ein neues Verhalten, das wieder in so eine depressive Phase führt, sozusagen aufgespürt wird. Also es ist eine App, die checkt das durch die Sprache, die verwendet wird über WhatsApp und über die Aktivität, sodass ein Frühwarnsystem da ist und Helfer, die eben einen Zugang zu dieser App haben, sozusagen intervenieren können. Also total interessantes Projekt, wie dort halt eben über Kommunikation und Datenaustausch halt Suizide möglicherweise verhindert werden können. Das Projekt soll als Forschungsprojekt jetzt starten. Dann im Bereich Teilhabe, Menschen befähigen, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Das Projekt Be My Eyes, vielleicht kennen das einige oder haben schon mal davon gehört. Da geht es darum, dass Menschen mit einer Sehbehinderung oder blinde Menschen mit einem Handy quasi Gegenstände abfotografieren können. Und daraufhin wird eine Verbindung hergestellt zu bestimmten Teilnehmern, die sich da registriert haben. Und diese Teilnehmer können einem dann sagen, halt, also wie eine Skype-Verbindung quasi, was man dort sieht. Also die können einem sozusagen vorlesen, was dort eben auf einem Papier steht oder was für ein Gegenstand da ist. Also sozusagen dort halt eben ermöglichen, halt Barrieren zu verringern. Das andere Projekt Pixel ist ein Projekt, wo Menschen mit Behinderung selber dabei sind, an Digitalprodukten mitzuarbeiten und digitale Barrieren selber aus deren Perspektive sozusagen zu verringern. Also da ist es nicht so, dass sozusagen Menschen ohne eine Behinderung etwas tun für Menschen mit Behinderung, sondern die selber sozusagen sind mit in diesem Projekt und arbeiten da als Festangestellte. Sowas soll es hier übrigens auch in Kiel bald geben durch das Büro für Inklusion. Die arbeiten oder haben auch solche Ideen, sowas hier in Kiel aufzubauen. Oder halt, wenn es um gesellschaftliche Benachteiligungen geht, die abgebaut werden soll, gibt es viele Projekte, viele Internetseiten, wo man halt sich darüber informieren kann, was halt für Projekte überhaupt laufen halt in Deutschland. Und das hier ist die Inklusionslandkarte. Das sind halt alles Projekte, Referenten und Projekte halt, die man sich angucken kann, wenn man Projekte eben sucht zu dem Thema. Oder ganz spannend fand ich auch, sanktionsfrei.de, ein Berliner Startup, die hatten grundsätzlich, als sie sich gegründet haben, die Idee, Hartz-IV-Bescheide, die halt abgelehnt wurde, also wo sanktioniert wurde, wo Menschen halt das Hartz-IV gestrichen wurde, automatisiert die Widersprüche sozusagen durchzuschicken. Das heißt, man sollte das einscannen, die schicken automatisiert die Widersprüche raus, sodass das System am Ende zusammenbricht. Also dass halt nicht mehr möglich ist, dass quasi diese Bescheide bearbeitet werden können. Mit der Idee halt darauf hinzuweisen, dass halt das Grundprinzip, das dahinter steht mit dem Sanktionieren, einfach fragwürdig ist durchaus aus Wertesicht. Ja. Die machen das inzwischen auch, dass sie... Also das funktioniert jetzt noch, dass halt per Fax halt Widersprüche erstellt werden können. Aber das kann man sich mal auf der Internetseite angucken, das ist auch sehr spannend. Wenn man sich so anguckt, was sind denn eigentlich Risiken, die so aus der Sicht von sozialen Organisationen und Wohlfahrtsverbänden durchaus da sind? Also ich zähle mal ganz kurz auf.
Tech-Unternehmen, die halt eben vielleicht die Deutungshoheit über wichtige zivilgesellschaftliche Themen bekommen, wie zum Beispiel bei dem Thema Ehrenamt, die Broschüre, die ich gezeigt hatte. Dann ist die oder wird es mit Sicherheit so sein, dass immer mehr Geschäftsmodelle reingehen in den sozialen Bereich. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, betreut.de oder so, wo halt die auch, sag ich mal, sehr viel geschickter halt soziale Dienstleistungen anbieten, die vielleicht früher eher nur vom sozialen Bereich, also von sozialen Organisationen halt durchgeführt werden würden. Dann wird der Begriff der Wirkungsmessung wahrscheinlich eine viel größere Rolle spielen, weil das ist halt zum Beispiel auch bei der Google Impact Challenge so. Die fördern nur Projekte, die halt ein hohes Maß an Wirkung haben, wo halt wirklich Wirkungsmessung dahinter steht. Und wenn man sich so verschiedene Projekte anguckt, ist das nicht immer unbedingt förderlich, wenn es halt um Wirkungsmessung geht. Es gibt auch einfach soziale Projekte, da macht das vielleicht keinen Sinn. Arbeitslosigkeit und Arbeitsverdichtung. Es gibt Jugendhilfeträger, die es gibt einen in Brandenburg, der hat konsequent auf Digitalisierung gesetzt. Die Sozialarbeiter rechnen jetzt selber, also machen selber sozusagen die Verwaltung über ein Tablet. Da wurden die Sachbearbeiter einfach entlassen, die waren dann einfach weg. Und die Sozialarbeiter selber haben jetzt halt eben sozusagen noch die zusätzliche Arbeit, die Sachbearbeitung mit übers Tablet machen zu müssen. So, ich bin schon ein bisschen unter Zeitdruck. Ich habe hier noch so viele tolle Herausforderungen und Chancen. Ich benenne mal noch kurz ein paar Chancen. Also Technik und Digitalisierung ist auf jeden Fall was für Menschen mit Behinderungen halt Chancen bedeuten kann. Also wenn es zum Beispiel um Prothesen geht oder neue Arten halt irgendwie an gesellschaftlicher Teilhabe durch Technik einfach die gesellschaftliche Teilhabe erhöhen zu können. Es wird auf jeden Fall die sozialen Bereiche und Organisationen, denke ich, verändern, in dem Sinne, dass sie sehr viel mehr dienstleistungsorientierter mit ihren Klienten und Kunden umgehen müssen, weil halt eben das inzwischen halt dann Gewöhnungseffekt stattgefunden hat, dass Menschen halt eben alles immer sofort haben wollen und auch eine gute Dienstleistungsorientierung haben wollen. Und ich glaube, das ist gut für soziale Organisationen. Und wenn man jetzt halt so in die Vision guckt, da gehe ich mal kurz auf die letzte Seite hier. Also was ich glaube, was sozusagen der Auftrag ist für soziale Organisationen, ist, dass es dort, also dass Datenschutz und gleichzeitig Transparenz wichtige Unterscheidungsmerkmale sein werden zu gewinnorientierten Unternehmen. Also soziale Unternehmen werden halt eben nicht wie Google halt irgendwie etwas anbieten können und mit Daten bezahlt werden sondern die werden letztendlich immer ein hohes Maß an Datenschutz versprechen müssen und sie werden gleichzeitig sehr transparent arbeiten müssen, wenn es zum Beispiel darum geht, wofür werden staatliche Gelder verwendet. Also ich glaube, das ist so die große Chance, halt, die bei sozialen Einrichtungen und Wohlfahrtsverbänden da ist. Und gleichzeitig halt eben Datennutzung, also die werden auch irgendwie sich mit Datennutzung beschäftigen müssen. Aber das passiert erst in den nächsten Jahren, wenn hier auch viel mehr Sozialarbeiter sitzen werden. Okay, vielen Dank.